Moin Leute, nicht erschrecken, ja, das bin ich, vor der Kamera. Die Idee hatte ich jetzt schon sehr lange und konnte sie jetzt endlich umsetzen. Damit ändert sich natürlich auch ein bisschen das Bild, was man von einem YouTuber hat. Und für mich bedeutet das, dass ich noch ein paar Dinge lernen muss. Also lasst mir ruhig ehrliche, konstruktive Kritik da, was man verbessern kann. Ich bin auch ein bisschen unsicher vor der Kamera, aber ich glaube, das wird sich legen, wenn ich das ein bisschen öfter mache. Aber jetzt zum Video, was wir behandeln werden. Am 10.10. fand die zweite Konferenz der freien Medien statt. Eine Veranstaltung der AfD-Fraktion im Bundestag, wo YouTuber, Blogger und andere aus der Szene der alternativen Medien eingeladen werden. Neben fragwürdigen YouTubern wie Hyperion und Sargon of Akkad trat auch Naomi Seibt auf und hielt, wie für sie üblich, einen pseudowissenschaftlichen Vortrag, in dem sie einige Tatsachen ausließ oder komplett verdrehte. Dem widmen wir uns heute und werden versuchen, ihre Falschbehauptungen wieder gerade zu rücken. Dann lasst uns hier mal auch gar keine Zeit mehr verlieren und loslegen. Abschnitt 1. Virus sei nicht isoliert oder fotografiert. Und jetzt noch einen Tag später, also wirklich nur einen Zeitraum von 3 Tagen, am 01.01.2020 hat Professor Drosten sich eingeschaltet und den PCR-Test entwickelt. Er hat also sofort, obwohl noch gar keine klinischen Daten aus China gekommen waren, obwohl das Virus niemals sequenziert oder isoliert wurde, auf dieser Basis hat er den PCR-Test entwickelt. Wie ist das überhaupt möglich? Wir können uns das auch ansehen. Sie können jetzt hier auf der Präsentation sehen, das stammt aus der Studie dieser Publikation zu seinem PCR-Test. Und da steht, before public release of virus sequences from cases of COVID-19, we relied on social media reports. Also wirklich nur auf der Basis von diesen Social Media Reports, das im Internet stand, ja, wir haben hier neue Fälle von SARS. Und dann steht ja auch, so far, virus isolates have not become available to the public. Also keine Virusisolate. Und da, auf dieser Basis wurde der PCR-Test entwickelt. Hier wäre es wünschenswert gewesen, dass Naomi zunächst mal definiert, was genau sie mit Isolieren meint. Denn so kann man das nur vermuten und muss sich die Quellen selber heraussuchen. Wenn man dies tut, kommt man auf einen Artikel von Off Guardian, der zumindest verdächtig ist, da er von zum Beispiel Pop or Not oder NewsGuard als Fake News Seite geführt wird. Der Artikel stammt von Konstantin Demeter und Thorsten Engelbrecht, die beiden Kollegen von Naomi, auf die wir auch später noch zu sprechen kommen. Auf diesen Artikel scheint sich auch Naomis ganze Präsentation zu stützen, denn die decken sich in einigen Punkten. Diese Quellenangaben hätten eigentlich zumindest in die Infobox gehört, unter diesen ganzen Spendenlinks, da ist eigentlich noch Platz, aber das war wohl dann zu schwierig oder zu viel Aufwand. Der Vortrag ist jetzt auch ein paar Wochen alt und bisher ist noch nichts passiert. Sie hat zwar versprochen, das bei sich hochzuladen, aber außer dass sie mich als nicht intellektuell beleidigt hat, hat sie nicht großartig was in die Richtung getan. Aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich dass das Virus SARS-CoV-2 noch nicht isoliert worden ist. Obwohl sie der Erklärung schuldig bleibt, inwieweit eine solche Isolation vonnöten ist, um einen PCR-Test zu entwickeln, wie den von Professor Dr. Drosten und seinem Team, wurde das Virus inzwischen mehrfach schon isoliert. Und es gibt dazu einige Studien. Drosten erklärte sein Vorgehen außerdem in einem Radiointerview mit dem Deutschlandfunk. Er habe schon sehr früh von dem Virus durch Kontakte aus China erfahren und sich zunächst auf Medienberichte gestützt. Das Team hatte Zugriff auf die Sequenzdaten zahlreicher Coronaviren. Daraus wurde dann ein vorläufiger Test entwickelt, da zum Virus selbst zu dem Zeitpunkt kaum etwas bekannt war. Einige Zeit später haben dann ForscherInnen aus China die erste Genomsequenz veröffentlicht und das Team um Drosten hat diese dann mit ihren Kandidatentests verglichen und den besten Kandidaten herausgesucht. Das ist nicht nur laut Drosten ganz normales virologisches Vorgehen. Dies bestätigte der Präsident der Gesellschaft für Virologie auf Anfrage der dpa. Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell missverstanden worden sei, dass keine klinischen Isolate zur Verfügung standen, so der Virologe Ralf Bartenschlager. Es gab allerdings die publizierten Sequenzen des Virusgenoms. Dies ist heutzutage in der molekularen Virologie, wo man Sequenzen quasi nach Belieben synthetisch herstellen kann, alles, was man benötigt. Es lag also keine Schale mit Virusgenom vor, aber sie hatten Zugang zu vielen anderen Informationen. Jetzt kann es natürlich sein, dass Naomi das einfach missverstanden hat. Aber sie lehnt sich hier dennoch sehr weit aus dem Fenster, wenn sie die Arbeit eines renommierten Wissenschaftlers wie Dr. Drosten einfach so angreift, während sich ihre eigene Fachkompetenz auf einen Abiturabschluss beläuft. Sie vernachlässigt hier auch einfach die ganzen unabhängigen internationalen Expertinnen, die sich die Veröffentlichung angeschaut haben und einem Peer-Review unterzogen haben.
Es wäre also echt cool, wenn man diesen Test nicht einfach nur als den Drosten-Test verstehen würde. Seid versucht ja auch einen einfachen Lacher zu erhaschen, indem sie die Results verkürzt und darauf aufmerksam macht, dass man sich ja nur auf Social Media Reports gestützt habe. In den ganzen Results sieht man aber genau das, was Dr. Drosten vorhin erklärt hat. Sie scheint auch eine sehr romantische Vorstellung von Forschung zu haben, wenn sie wirklich glaubt, dass sich da ein Hiwi oder so hinsetzt und jedes einzelne Nukleotid unterm Elektronenmikroskop zählt. Im Groben funktioniert das aber so. Ein DNA-Strang wird kopiert, ähnlich dem PCR, allerdings mit Nukleotiden, die mit einem Farbstoff versehen sind. Mittels einer Software und einem optischen Auswertungsverfahren kann man dann den Aufbau auslesen und mittels einer weiteren Software mit anderen Genomen verglichen werden. Ihre Nutzung von Fachbegriffen und angeblicher wissenschaftlicher Praxis wirkt eher als Ablenkungsmanöver, damit ihre Zuhörer nicht raffen, was sie da eigentlich für einen Unsinn redet. Inzwischen hat man sich das Virus aber auch unter einem Elektronenmikroskop angeschaut. Abschnitt 2. Virusgenom sei willkürlich zusammengepuzzelt. So, dann kam die erste Publikation zur Genomvorstellung erst im Februar raus. Es gab schon vorher Sequenzvorschläge, die dann aber wieder zurückgenommen worden sind. Und dann, das hier war die erste Studie aus China. Und jetzt erkläre ich Ihnen mal, wie das gemacht wurde überhaupt. Und zwar wurde bei einem Patienten wurde aus der Lunge, aus der Bronchiallavage, wurde die gesamte RNA entnommen, also quasi so ein Sekret, wurde dann eine Probe entnommen und da ist dann die gesamte RNA drin. Die wurde dann in cDNA umgewandelt und dann wurden Moleküle einer Länge von bis zu, also vielleicht so 20 bis 150 Nukleotiden sequenziert. Was bedeutet das jetzt genau? Das ist wichtig, das zu verstehen, weil das gesamte Genom, das sie dann erstellt haben für das Coronavirus, das ist ca. 30.000 Nukleotide lang. Und das haben die erstellt aus RNA-Fragmenten, kleine Stücke, Bruchstücke, die in der ganzen Speichelprobe oder Lungenprobe gefunden haben. So, dann haben die diese ganzen kleinen Bruchstücke, die gefunden haben, in einen Computer mithilfe eines Computeralgorithmus aufaddiert und an ein Genom angepasst, an ein Alignment angepasst, also quasi eine Art Bauplan, das sie sich vorher überlegt haben nach dem Beispiel des 2003-Virus und haben dann festgestellt, ja okay, so ungefähr könnte man das hier zusammenbauen alles und dann sieht das so aus wie das damalige Coronavirus, bisschen anders noch und wir haben jetzt auch nicht alle RNA-Sequenzen, alle Stücke dafür gefunden, die schieben wir jetzt in dem Computer einfach noch mit rein. Und dann haben die daraus dann Computer mit einem Computermodell das Coronavirus konstruiert. Ja, so hat das funktioniert. Also wie gesagt, Alignment ist der Bauplan. Um das jetzt nochmal anschaulicher zu zeigen, hier ein wunderschönes Bild. Sie haben da einmal Legosteine, einen Riesenhaufen an Legosteinen. Und jetzt stellen Sie sich das vor, das ist jetzt die Probe, Speichelprobe, Lungenprobe, was auch immer. Und da haben Sie jetzt ganz, ganz viele RNA drin, ganz viele kleine Stückchen von RNA. Das sind keine langen Stränge, sondern die sind alle quasi kleine Stückchen. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir so eine niedliche, langweilige und sehr simple Ente daraus bauen können? Ist ziemlich wahrscheinlich. Und die Ente ist das Virus. So, die haben jetzt also aus diesen ganzen RNA-Stückchen, haben die sich jetzt ihre Ente gebaut. Und den Bauplan für die Ente hatten die eben als Beispiel, hatten sie dafür vorher schon das Virus von 2003. So hat das funktioniert. So wurde das Coronavirus identifiziert. Es wurde nicht isoliert und dann angesehen unter dem Elektronenmikroskop, was das für Nukleotiden besitzt, sondern es wurde konstruiert. Natürlich wurde sich nicht einfach irgendein Virus in dieser Studie zusammengebaut. Da es die chinesischen WissenschaftlerInnen mit einem neuen Virus zu tun hatten, wurde das Virus phylogenetisch untersucht. Die Phylogenetik ist eine Fachrichtung der Genetik und Bioinformatik, die sich mit der Erforschung und Abstammung beschäftigt. Man hat sich also angesehen, mit welchen anderen Viren aus den bekannten Datenbanken das vorliegende Virus verwandt ist, da man so auf seine Eigenschaften und Herkunft rückschließen kann. In der Phylogenetik werden heutzutage zudem Algorithmen zur Bestimmung der Verwandtschaftsgrade verschiedener Arten aus DNS-Sequenzen eingesetzt, die man vorher durch DNS-Sequenzierung ermittelt hat. Wenn sich Naomi hier also spöttisch über die Arbeit mit Computermodellen lustig macht, hat sie schlicht keine Ahnung von moderner Wissenschaft. Einfach, weil sie noch nie ein Labor von innen gesehen hat, sich aber anmaßt, über die Arbeit echter WissenschaftlerInnen ohne jegliche Basis urteilen zu können. Was sie als Zusammenpuzzeln einer Lego-Ente beschreibt,
ist in Wirklichkeit ein Vorgang, um auf die Verwandtschaft zwischen Viren rückschließen zu können. Im Speziellen wurde in der von Naomi zitierten Studie zwei ähnliche Viren aus der Familie der Coronaviren gefunden. Dabei fiel eine 89,1%ige Übereinstimmung der Nukleotide mit einem SARS-ähnlichen Virus auf, der vorher aus Fledermäusen bekannt war. Medizin ist manchmal eben auch Detektivarbeit, aber für all diese Informationen reicht es, das Abstract richtig zu lesen. Abschnitt 3. Hendle-Koch-Postulate und SARS-CoV-2. Es fehlen außerdem die Kontrollexperimente. Man hätte Kontrollexperimente machen können mit menschlicher DNA oder RNA eines gesunden Patienten und hätte gucken können, haben wir da Bausteine, RNA-Bausteine in einem gesunden Sekret, wo man auch die so zu so einer Ente formen können? Hätte man daraus auch das Virus sequenzieren können oder ging das nur bei dem wirklich kranken Patienten? Dann außerdem hätte man einen Patienten mit einer anderen Lungenerkrankung nehmen können, also nicht das neue Coronavirus, sondern irgendeine andere Erkrankung, Lungenerkrankung. Vielleicht hätte diese Person auch diese RNA-Stücke in diesem Sekret gehabt. Vielleicht hätte man sich daraus auch dieses Coronavirus theoretisch bauen können. Und man hätte auch Rückstellproben verwenden können, also aus einer Zeit, als es dieses neue Coronavirus noch gar nicht gab. Dann ist ziemlich sicher, wenn man daraus auch sich dieses Virus bauen kann, dann ist das wahrscheinlich nichts Neues, ne? So, und das ist wichtig, diese Kontrollexperimente durchzuführen, denn das ist schon seit Jahrzehnten, sind das die wissenschaftlichen Standards und somit wurden diese Standards verletzt bei der Durchführung dieser Studien, die da gemacht wurden. Das Virus wurde nie isoliert, das werde ich jetzt nochmal betonen, denn 3 Tage nachdem der Test von Drosten publiziert wurde und schon von der WHO anerkannt wurde, also die haben dann schon gesagt, gut, den bringen wir jetzt raus, den Test. Dann kam ja eine Studie raus und da steht drin, although our study does not fulfill Koch's postulates, our analysis provide evidence implicating COVID-19 in the Wuhan outbreak. Was das jetzt bedeutet, die Studie hat nicht die Robert-Koch-Postulate erfüllt und die sind der Goldstandard dafür, dass ein Virus wirklich als oder irgendein Erreger wirklich als solcher anerkannt werden kann. Und diese Robert-Koch-Postulate beinhalten eben die Isolation. Das Virus wurde nicht isoliert, nachdem der PCR-Test schon rausgekommen ist. So, wir haben dann hier mit einem Team von Wissenschaftlern, und zwar waren das hier in diesem Falle Thorsten Engelbrecht und Konstantin Demeter, die haben mehrere Leute angeschrieben, die eben die ersten Studien zu Corona publiziert haben und haben gefragt, do your electron micrographs show the purified virus? Also wurde das Virus bei Ihnen in der Studie isoliert? Und die sehen Sie jetzt, können sich die Antwort noch gerne ansehen. Studie 1, the image is the virus budding from an infected cell, it is not purified virus. Zweite Studie, dasselbe. Wir konnten nicht abschätzen, wie stark das Virus da wirklich purifiziert, gereinigt wurde. Es ist nicht das isolierte Virus. Dann haben wir noch 2 weitere. Alle Studien, die sich auf das Coronavirus beziehen, haben nicht wirklich das Virus isoliert, obwohl das manchmal in den Studien drin steht. Also lassen Sie sich davon nicht irritieren. Manchmal steht da drin, we isolated the virus, aber das ist dann mehr so Umgangssprache. Wenn man sich dann wirklich genau ansieht, welche Schritte da vorgenommen worden sind, dann ist das nicht wirklich, dass es isoliert wurde von allen anderen Partikeln oder dass dann nicht die Kontrollexperimente durchgeführt worden sind. Das ist eben wirklich sehr irreführend. Auch hierzu äußerte sich Bartenschlager auf Anfrage der dpa. Es muss hier angemerkt werden, dass die ursprünglichen Koch'schen Postulate für Mikroorganismen wie zum Beispiel Bakterien entwickelt wurden, sagte Bartenschlager der dpa. Für Viren sind heute auf die neuen verfügbaren Methoden angepasste Postulate vorgeschlagen. Allerdings erfüllt das SARS-CoV-2-Virus auch die ursprünglichen formulierten Postulate. Hier scheint sich Seibt auch versprochen zu haben. Es handelt sich um die Koch-Postulate oder eigentlich Henle-Koch-Postulate. Aber bei Robert-Koch-Postulaten hatte sie wohl das Institut im Kopf. Diese Henle-Koch-Postulate sind jedoch in ihrer ursprünglichen Form veraltet und ergänzt worden. Zu ihrer Blütezeit, nach den Entdeckungen von Pasteur, Koch und Löffler, galten sie uneingeschränkt. Allerdings waren zu der Zeit noch keine Viren bekannt und im Laufe weiterer wissenschaftlicher Forschung wurden ein paar Ausnahmen entdeckt. Es gibt für die neuen Methoden des 21. Jahrhunderts angepasste Postulate. Das SARS-CoV-2-Virus erfüllt allerdings auch die ursprünglichen formulierten Postulate und es gibt Studien, die diese ebenfalls erfüllen. Naomi spricht hier auch davon, mit einem Team aus WissenschaftlerInnen, bestehend aus unter anderem Thorsten Engelbrecht und Konstantin Demeter,
die Autoren der ersten Studien angeschrieben zu haben. Ob das Virus unter ihrem Elektronenmikroskop zu sehen sei oder nicht. Man macht es sich also schön leicht und legt sich selbst die Maßstäbe fest, an denen man dann den Erfolg der Wissenschaft misst. Aber auch Naomi hat ein Team von WissenschaftlerInnen hinter sich, oder? Bei Thorsten Engelbrecht handelt es sich um einen Journalisten und Autoren, der unter anderem das Buch Die Zukunft der Krebsmedizin geschrieben hat, zusammen mit einem Internisten und zwei Allgemeinmedizinern, in der er die Krebstherapie revolutionieren wollte und unter anderem alternative Heilmethoden vorschlagen, aber alle bisherigen Forschungen anzweifeln. Ein Nachweis einer wissenschaftlichen Ausbildung lässt sich leider nicht finden. Auch beim anderen Kandidaten, Konstantin Demeter, sieht es eher mau aus mit einer wissenschaftlichen Ausbildung. Konstantin Demeter ist gelistet beim alternativen Blog Rubicon als selbstständiger Fotograf und unabhängiger Forscher. Außerdem, er engagiert sich im Vorstand des Forums Geldpolitik und in der Mediengruppe des Vereins Stopp 5G Tizino. An dieser Stelle möchte ich noch auf ein paar Videos zum Thema 5G, Handystrahlen und ihre Schädlichkeit aufmerksam machen. Denn in der Regel gehört die Angst vor Handystrahlen in den Bereich der Pseudowissenschaft und hat nichts mit der realen Wissenschaft zu tun. In der Videobeschreibung findet ihr ein paar Links zu dem Thema. Ich empfehle ihr besonders das Video von Sprechstunde, der kann ein paar Abos gebrauchen. Abschnitt 4. Die Zuverlässigkeit des PCR-Tests. Abschnitt 4.1. Der CT-Wert. Jetzt ist aber die Frage, nach wie vielen Zyklen sieht man das denn dann überhaupt? Und das ist jetzt wieder so eine willkürliche Sache. Drosten sagt nach 45, es gibt auch Studien, die so zwischen 37 bis 40, 50 schwanken. Ja, das ist also ziemlich willkürlich, wann man überhaupt den Cut-off macht. Das nennt sich dann Cycle Threshold, also wann es die Grenze ist, wie oft man die jetzt multipliziert und wann man die dann sehen kann. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Und zwar, ab irgendeiner Anzahl von Zyklen, ungefähr 60, hat man bei jedem Patienten gesehen, dass das positiv anschlägt. Was bedeutet das also rückschlüssig? Dass in jedem Patienten eine winzige Anzahl von dieser RNA sowieso schon enthalten ist und dass also diese RNA, die angeblich Virus-RNA ist, endogen ist, also menschlich. Das kann einfach schon Teil unseres menschlichen Körpers sein, unserer Zellen. Das muss überhaupt nicht Virus sein. Warum haben das dann die positiv getesteten Leute, warum haben die mehr davon? Ja, das kann einfach menschengemacht, das können Zellbestandteile sein, die mehr produziert werden in Stresssituationen, das kann alle möglichen Gründe haben, aber es besteht einfach kein Beweis dafür, dass es das Virus ist. Das ist der wichtige Punkt hier. Drosten empfiehlt keinen festen Wert für die PCR, sondern hat seine Position in einem Interview mit dem NDR erläutert. Mit dem CT-Wert spricht man von einem Cycle Threshold, einem Schwellenwert für die Anzahl der Zyklen der Vervielfältigung, ab dem ein Signal im PCR sichtbar wird. Man muss sich also klar machen, dass es Unterschiede in der Laborausstattung gibt und diese sich auf den CT-Wert auswirken. Professor Dr. Drosten schlägt deshalb vor, dass man sich an der Anzahl der Kopien orientieren sollte und wann diese erreicht ist. Im Interview spricht er von 1 Million Kopien. Dann kann man nämlich die Labore und ihre Apparate danach eichen, nach wie vielen Zyklen eine bestimmte Virusmenge erreicht wird, um so replizierbare Ergebnisse zu erhalten. Ein Vorschlag eines CT-Wertes, unabhängig vom Gerät, ist somit komplett sinnlos. Man muss also ein einheitliches, vergleichbares Testverfahren entwickeln, um vergleichbare Resultate für diese Art von PCR-Tests zu erhalten. Aber dies findet in einer fachlichen Diskussion statt und hat nichts mit Willkür zu tun. Teilabschnitt 4.2. Carrie Mullis. Und jetzt noch etwas sehr Interessantes, und zwar, der Drosten hat ja nicht den PCR-Test erfunden, sondern der Erfinder der PCR-Methode, und wir müssen Methode sagen und nicht Test, das war Carrie Mullis. Und er hat bereits sich dagegen ausgesprochen, dass seine Methode der Vervielfältigung von RNA zum Virustesten verwendet worden ist. Er ist allerdings letztes Jahr gestorben an einer Lungenkrankheit im Alter von 47 Jahren. Und das hat er dazu gesagt: If they can find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. Er betont also wirklich, das ist nur eine Methode, um RNA zu multiplizieren, um davon ganz viele zu haben dann im Körper, aber das sagt nichts darüber aus, ob das ein schädliches Virus ist oder sonst irgendwas. Das hat er gesagt, er ist der Erfinder dieser Methode. Und er
war schockiert darüber, wie sein Test missbraucht wurde. Ja. Diese Behauptung lässt sich gar nicht so einfach belegen. Und Naomi Seib hat hier ganz unauffällig einen Beleg aus einem verschwörungstheoretischen Blog einfließen lassen. Das Zitat stammt vermutlich aus einem englischsprachigen Blog, in dem unter anderem geleugnet wird, dass das HIV-Virus AIDS auslösen würde. Auch Mullis lag diesem Mythos auf und war fest davon überzeugt. Ob er aber irgendwas aus diesem Blog wirklich gesagt hat, ist unklar. Er sprach sich auch nie dagegen aus, den PCR-Test generell zur Diagnose zu verwenden. Außerdem ist die Methode seit ihrer Entwicklung im Jahr 1993 stetig weiterentwickelt worden. Kein Wissenschaftler hat ein Anrecht auf seine Erkenntnisse. Wer etwas entdeckt, hat deswegen lange noch nicht die Autorität über diese Entdeckung. Gerade bei der Entdeckung von etwas ist die Kenntnislage noch sehr eingeschränkt. Außerdem hatte er noch eine Begegnung der dritten Art mit einem Waschbären. Teilabschnitt 4.3, Professor Dr. Drosten 2014 über MERS. Das hat übrigens der Drosten gesagt, 2014. Das ist auch ganz interessant, das werde ich jetzt mal eben vorlesen, das Zitat. Ja, aber die Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst irgendetwas davon bemerkt, dann ist sie plötzlich ein MERS-Fall. Das war 2014, zu dem PCR-Test, dass er eben tatsächlich ziemlich instabil ist und dass er bei zig Leuten positiv testen kann. Der Artikel entstand, als auf der arabischen Halbinsel ein MERS-Ausbruch stattfand. Seib reißt hier, wie viele andere vor ihr auch, das Zitat aus dem Kontext des Artikels. Es ging Professor Dr. Drosten damals nur darum, dass Saudi-Arabien damals durch Massentestung mehr Fälle hatte als andere Länder und man die Zahlen daher nicht miteinander vergleichen könnte. Diese Bedenken hat er auch zur aktuellen Pandemie geäußert. Es geht in dieser Aussage auch explizit nur um die Erkrankten, nicht um alle Infizierten. Eine Unterscheidung, die den Kritikern der Maßnahmen sonst sehr wichtig ist. Bei MERS war die Ansteckung viel geringer als bei SARS-CoV-2. Dafür waren die Symptome schwerer und häufiger, sodass man davon ausgehen konnte, dass die Krankheit nicht großflächig unbemerkt weitergegeben werden konnte, wie es heute der Fall ist. Teilabschnitt 4.4 – Falsch-Positive. Hier können wir das dann auch nochmal sehen. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass es Falsch-Negative und Falsch-Positive gibt. Und dieser Test, es wird immer wieder gesagt, ja, das ist ein ganz großartiger Test, weil der hat zwar ein paar Falsch-Negative, das stimmt, da ist das nur moderat adäquat, dieser Test, aber es gibt ganz wenige Falsch-Positive. Ja gut, aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine Falsch-Positiv-Rate von, also dass es nur 1% Falsch-Positive sind. Aber wir testen ja in der Bevölkerung, die hauptsächlich gesund ist. Das ist ja das Problem bei einer vermeintlichen Pandemie, weil wir müssen ja jeden testen. Das ist ja die Idee dabei, dass wir jeden testen, weil wir testen nicht nur die Leute, die schon Symptome haben, sondern jeder wird ja getestet, wenn sie reisen wollen oder wenn sie ihren Job behalten wollen, dann müssen sie sich testen lassen. Das heißt, da werden auch viele Leute sein, die negativ getestet werden. Und da können Sie jetzt hier in dem blauen da jetzt sehen, da habe ich das einmal mathematisch aufgezeigt. Wenn Sie dann zum Beispiel eine Stadt von 11 Millionen Menschen haben in Wuhan, dann sind 110.000 von denen sind schon falsch positive. Und wenn dann die Infektionsrate bei 4% liegt, dann haben wir 1 von 4 positiven Resultaten, ist falsch. Ja, das heißt also, Sie müssen die sogenannte Prävalenz mit in Betracht ziehen dabei, nicht einfach nur, wie akkurat der Test ist, wie spezifisch der Test ist. Sollte Seibs Beispiel mit Wuhan hier zutreffen, hätte es bei einer Massentestung, wo 10 Millionen Einwohner getestet wurden, ja um die 100.000 positive Fälle geben müssen. Es gab aber nur 300 positive Fälle. Natürlich sind Zahlen aus China immer ein wenig schwierig und fragwürdig, aber auch in Neuseeland, wo nur 0,17% der durchgeführten Tests positiv ausgefallen sind, bei knapp 1,2 Millionen Tests, zeigt sich ein ähnliches Bild. Natürlich können falsch positive Tests vorkommen, allerdings ist dies auch den WissenschaftlerInnen klar und es werden dementsprechend Gegenmaßnahmen getroffen. Und Studien über die Verlässlichkeit müssen natürlich durchgeführt werden. Abschnitt 5 – Die Panik macht uns krank. Teilabschnitt 5.1 – Höhere Suizidraten. Ja, warum sind da die Leute krank geworden? Da gab es doch lauter Todesfälle und ja, sind doch lauter Leute krank geworden. Erstens, die Panik macht uns krank und die Suizidrate ist rapide angestiegen. Zum Beispiel in Australien gab es da Daten zu, das war
grauenvoll. Und in Deutschland ist es tatsächlich so, dass da Anfragen gestellt worden sind, wie hoch ist denn die Suizidrate überhaupt? Und dann hat das Gesundheitsministerium gesagt, ja, wissen wir jetzt auch nicht so genau. Genau, dann das Immunsystem wird geschwächt, allein schon durch Cortisol, durch die Stressreaktion. Wie vielen Leuten geht es schlechter durch diese Pandemie, die alle ihr Business aufgeben müssen, die ihre Familie nicht sehen können, die teilweise im Ausland ist, die nicht reisen können, die keinen Urlaub mehr machen können? Hier wiederholt Naomi längst widerlegte Behauptungen über die Gefährlichkeit von SARS-CoV-2. Es gibt bisher kaum verlässliche Daten darüber, ob und wie die Suizidraten in Deutschland oder gar weltweit gestiegen sind. Natürlich wirkt sich eine globale Pandemie und die damit verbundene Situation auf die Gemüter aus. Und dies wurde auch schon zu Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr diskutiert. Sehr seltsam, dass jetzt, wo es in die Agenda passt, sich um mentale Gesundheit gesorgt wird. Ihre Behauptung, dass die Suizidraten weltweit gestiegen seien, belegt sie hauchdünn mit nicht weiter besprochenen Zahlen aus Australien. Es gäbe Daten aus Australien und die wären grauenhaft. Da sie hier keine weiteren Quellen nennt, müssen wir raten. Es gab mehrere Facebook-Posts, die behaupteten, dass im September mehr Suizide registriert wurden als im ganzen Jahr 2019. Diese bezogen sich nur auf den Bundesstaat Victoria und wurden falsch ausgelesen. Im September gab es 49 Suizide und im Jahr 2019 bis September 534, wie die Faktchecker von ATP berichteten. Aus Deutschland gibt es bisher ebenfalls keine aussagekräftigen Zahlen und man sollte sich hüten, voreilige Schlüsse zu ziehen oder die Zahlen gegeneinander auszuspielen. Ich möchte hier nicht die Themen Suizid und Depression oder die zusätzliche Belastung durch die Corona-Maßnahmen für Betroffene herunterspielen. Man muss die Thematik professionell anpacken und daher ist es schon ein guter Schritt, dass sich Arbeitsgruppen bilden und die Thematik mehr in die Diskussion rückt. Ich kann es aber auch nicht einfach so stehen lassen, dass hier die einen Menschen gegen die anderen ausgespielt werden. Insbesondere wenn die Datengrundlage wie hier einfach noch sehr dürftig ist. Teilabschnitt 5.2. Laut CDC wären es nur 6% Tode durch das Virus. Und dann die Komorbiditätsfaktoren sind auch wichtig. Das CDC hat selber zugegeben, dass nur 6% der Leute, die an Corona gestorben sind, direkt daran gestorben sind. Und der Rest hatte mehrere, im Durchschnitt 2,6 Komorbiditätsfaktoren, also andere Krankheiten oder waren schon im hohen Alter. Diese Aussage ist falsch. In einem der regelmäßigen Berichte des CDC werden lediglich auch die Verstorbenen aufgelistet, die mindestens eine Vorerkrankung hatten. Die von Naomi genannten 6% beziehen sich auf die Verstorbenen, die ohne Vorerkrankung gestorben sind. Dies wird als Komorbidität bezeichnet und das CDC listet, genau wie das RKI, Vorerkrankungen auf, die zu einem schweren Verlauf von Covid-19 führen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Virus harmlos ist, denn sehr viele Menschen haben Vorerkrankungen, mit denen sie sonst sehr gut leben können. Wenn sie aber durch einen neuen Virus erkranken, kann dies zu einem schweren Verlauf und letzten Endes zum Tod führen. Hier wird relativiert und bewusst Zahlen falsch dargestellt. Teilabschnitt 5.3 – Ungetestete Medikamente. Ja, dann außerdem wurden weltweit natürlich zig Medikamente verbreitet. So schützt ihr euch vor dem Coronavirus, das müsst ihr nehmen, präventiv oder anschließend. An dieser Stelle bloß ein kleiner Einwand. Natürlich sind Quacksalber gerade in einer Pandemie gefährlich mit ihren falschen Heilsversprechen. Aber war es nicht der unter anderem von Naomi Seib stark unterstützte ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, der das ungetestete Medikament Hydroxychloroquin empfahl und außerdem davon sprach, sich Desinfektionsmittel zu injizieren? Teilabschnitt 5.4 – Paradebeispiel Schweden. Genau, und dann kennen wir noch das Ausreißerbeispiel Schweden. Da gab es einen intensiven Lockdown, aber trotzdem wurden die Leute nicht krank. Ich weiß nicht, wieso diese Behauptung immer wieder als Vorzeigebeispiel eines guten Umgangs mit der Pandemie hervorgeholt wird. Schweden ist größer als Deutschland, bei gerade mal einem Achtel der Bevölkerung, was eine 10-mal kleinere Bevölkerungsdichte ergibt. In Schweden gab es verhältnismäßig 5-mal so viele Tote durch Covid-19 wie in Deutschland oder Dänemark. Das heißt 600 Tote pro 1 Million Einwohner, in Deutschland hingegen nur 15 Tote pro 1 Million Einwohner. Schweden zählt somit die meisten Tode seit 150 Jahren. Außerdem sind diese Vergleiche einfach unglaublich schwer. Deutschland und Schweden lassen sich nicht zugleich vergleichen, aufgrund von Unterschieden in Bevölkerungsdichten und in der Art, wie getestet wurde. Schweden hat außerdem weniger alte Menschen. Inzwischen wurden außerdem die Regeln auch dort verschärft. Abschnitt 6. Naomis Zwist mit der Landesmedienanstalt.
Und außerdem, was Sie hier als Fundraiser sehen, es geht darum, dass ich die Staatsmedienanstalt, die Deutsche Anstalt für Medien verklagen muss, oder NRW, weil die wollen, dass ich ein paar meiner einflussreichsten Videos zum Thema Klimawandel einfach von meinem Kanal lösche. Weil sie, Zitat aus dem Brief, den ich bekommen habe, weil sie die klimafreundliche Bewegung gefährden. Naomis Social-Media-Kanäle sind nach wie vor leider aufrufbar. Die Landesmedienanstalt hat sie gebeten, zwei ihrer Videos zu löschen, weil sie gegen den Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien verstoßen hat. Der Grund ist, anders als in den Vereinigten Staaten, ist es in Deutschland nicht erlaubt, sich für Videos mit unter anderem politischen Inhalten bezahlen zu lassen. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte sie noch einen Vertrag mit dem US-amerikanischen Think Tank Heartland Institute, den sie dann im April nicht verlängerte. Eine Antwort der Landesmedienanstalt NRW lässt sich in einem Artikel von Reuters nachlesen. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Naomi hat für die Verhandlung eine GoFundMe-Kampagne gestartet, die bisher nur 3.045 Euro von den verlangten 50.000 sammeln konnte. Da fehlt wohl noch einiges, aber wer in Streams innerhalb von 45 Minuten mehrere hundert Euro einsammeln kann, hat selbst nach Steuern genug über. Sie flunkert sich hier einiges zurecht und lässt wichtige Informationen einfach aus. Optimalerweise überlegt man sich vorher, ob die Zusammenarbeit mit einem politischen Institut irgendwelche juristischen Folgen haben könnte, insbesondere wenn man durch Spenden sehr gut finanziert ist. Aber hier ist es natürlich viel nützlicher und passt besser ins Bild, wenn man sich als Opfer einer Meinungsdiktatur stilisieren kann. Wir können gespannt sein, wie letzten Endes die Gerichte entscheiden. Oder wir hören nie wieder was davon. Damit wären wir auch durch für heute. Es gibt sicherlich noch ganz viele Kleinigkeiten in diesem Vortrag und um Naomis öffentliche Präsenz, über die man reden müsste. Aber wie üblich braucht es für eine Falschbehauptung, die innerhalb weniger Sekunden geäußert wird, mehrere Minuten alleine, um diese zu widerlegen, und mehrere Stunden Recherche. Aber wir kommen sicherlich nochmal wieder auf Naomi zurück. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich bei meiner Arbeit auf YouTube unterstützen wollt, könnt ihr dies auf Patreon tun. Ihr könnt mir dort pro Video eine Kleinigkeit dalassen. Es wird aber nie mehr als zweimal im Monat abgebucht. Lasst mir auch gerne Vorschläge für Patreon-Vorteile da. Wenn ihr mich nur einmalig unterstützen wollt, könnt ihr dies über meinen Streamlabs-Link tun. Hier auf YouTube streame ich außerdem alle zwei Wochen Ignorama, eine lustige, lockere Runde, wo wir uns mit allen möglichen Themen aus den Bereichen Esoterik, Verschwörungsmythen und Pseudowissenschaften auseinandersetzen. Ihr könnt mir außerdem auf Twitch folgen für weitere Streams um die genannten Themen oder vielleicht einfach nur mal ein bisschen zu quatschen oder irgendwas zu zocken. Schreibt mir auch gerne eine E-Mail an skeptikpunk@nwohauptquartier.de. Bis bald, wir sehen uns! Vielen Dank auch an Hexchen Luna, Max, Mnion, Winfin, der Alleine und all die anderen, die mir schon vorab Feedback zum Skript gegeben haben und die mir bei der Recherche für dieses Video geholfen haben.